glaube, heute kann ich besonders gut schlafen. Gute Nacht, Henry. Gute Nacht, Jan. Schlaf schön. Hm? Alle Augen zugemacht. Wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Ja! Was ist denn? Ich störe dich ja nur ungern, aber da ist ein Geräusch. Hör mal. Was kann denn das sein? Das ist ja ein komisches Geräusch. Das ist bestimmt ein Kaninchen. Ein Kaninchen. Warum lachst du denn da jetzt so? Na, Kaninchen knurren doch nicht. Ja, aber... Bären knurren zum Beispiel. Ach so, na, dann hat das Kaninchen eben einen Bären zu Besuch. Was sollen denn ein Kaninchen und ein Bär miteinander zu tun haben? Das Kaninchen spielt mit dem Bär zusammen Karten. Zu zweit macht das doch viel mehr Spaß. Der Bär verliert andauernd beim Spiel und deswegen wird er sauer und knurrt vor Wut. Wahrscheinlich hat er die Spielregel nicht verstanden. Der arme Bär. Vielleicht können wir ja helfen und ihm die Spielregeln erklären. Das ist eine prima Idee. Vielleicht wird er dann wieder fröhlich. Komm. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Ah, es kommt von hier. Ich höre es wieder. Es muss aus der Spielhöhle kommen. Logisch, da sind ja auch die Spielkarten. Komm, wir schleichen uns da mal rein. Aber hier ist ja gar kein Bär. Und kein Kaninchen. Da ist das Geräusch wieder. Hörst du's? Ja, aber das kam ja ganz aus der Nähe. Das kommt von dir. Von mir? Ja. Das ist dein Magen. Dein Magen knurrt. Oh, vielleicht habe ich Hunger. Genau. Einen Bärenhunger. Stimmt. lecker. Jetzt bin ich wirklich satt. Ja, lass mich mal hören. Ja, es knurrt nicht mehr. Es war also wirklich dein Magen. Ach, das habe ich mir ja gleich gedacht. Jetzt bin ich aber auch ganz doll müde. Du auch, Henry? Ja, ja. Schlaf gut, Henry. Gute Nacht. Ob sich ein Kaninchen wohl wirklich einen grummeligen Bären zum Kartenspielen einladen würde? Jan? Schläft schon. Dann muss ich ihn wohl morgen fragen.